Ich lasse es an. Ich kann auch noch ein bisschen zureden. Wegen der Gilden. Genau. Beziehungsweise Lager. Es gibt sozusagen das alte Lager. Das haben wir gerade verlassen. Wenn ich mich dem anschließe, werde ich erstmal zum Schatten. Und als Schatten werde ich später die, sag mal, ich werde später im Spiel die Gelegenheit haben, entweder also Gardist dann halt noch zu werden. Sagen die zumindest Höhergestellte. Oder halt eventuell so den Feuermagiern anzuschließen. Die habe ich allerdings noch nicht getroffen, weil die erst in der Burg sind. Das heißt, die kann ich erst, sagen wir mal, kurz nachdem ich, sagen wir mal, ja, eigentlich schon der Gilde angeschlossen habe, kann ich die erst treffen. Deswegen kann ich sie auch noch nicht zeigen. Höchstens mit einem Trick, den ich aber nicht anwenden will. Und, dann gibt es, ja, das ist das neue Lager. Da will ich als Bandit anfangen. Könnte mich danach an den Söldnern anschließen. Und bekomme später als Söldner noch die Gelegenheit, die Chance, auch, sagen wir mal, den Wassermagier anzuschließen. Dann, gibt es noch das Sektenlager wie hier. Ich, kann jetzt sozusagen Novize. So wie Lester. Und werde anschließend, später werde ich dann, kann ich in die reine Templer aufgenommen werden. Und, die, ich kann kein Guru werden. Im Sektenlager. Dafür brauchen wir mehrere Jahre. Will ich auch gar nicht. Allerdings kann man trotzdem Magie lernen. Das heißt, man kann, sagen wir mal, von Anfang an, wenn man im Sektenlager anfängt, kann man, sag mal, magische Kreise lernen, genau. Das Magiesystem war folgendermaßen, man hat ja Runen. Und um bestimmte Runen anwenden zu können, muss man einen Magiekreis beherrschen, den jeweiligen. Und man kann als Novize, sagen wir mal, schon Magiekreis lernen, allerdings nicht so hoch, wie letztendlich richtige Magier anwenden könnten. Das verrate ich schon mal voraus, damit man sich ungefähr vorstellen kann, worauf man sie einlässt. Das heißt, man kann, sagen wir mal, eine Mischung, sagen wir mal, aus beiden hier spielen im Sektenlager. Im neuen Lager, wie gesagt. Eigentlich habe ich als sich das Wichtigste erzählt. Denke ich mir jetzt mal. Die Wichtigsten sofort, wo sie vorstellen kann, wie ungefähr meine Karriere aussehen wird. So gesehen sollte ich ein Vollmagier spielen sollen. Wollen, tun, müssen. Dann, würde sich eigentlich das alte Lager anbieten, weil man halt früher Feuermagier wird als im neuen Lager Wassermagier. Also das ist im Prinzip auch noch so noch mehr lohnt, so gesehen. Und man auch früher, sagen wir mal, sich mit seinen Lehrpunkten, die man hat, man steigt natürlich später nicht mehr so häufig auf wie jetzt. Na gut, doch, na, es geht. Man trifft auch mehr Gegner und so Kram. Oder stärkere Gegner, in dem Sinne. Jedenfalls, aus meiner Erfahrung her, wenn ich Magier spielen sollte, sollte ich mich den alten Lager anschließen. Mischung aus beiden. Ist immer auch immer Spaß, mache halt das Sektenlager. Und wenn ich, sag mal, mehr... Ja, mehr Krieger ist, bietet sich eigentlich fast eher... Na gut, nicht unbedingt eher. Aber es bietet sich neue Lager an. Ich finde, alle Lager haben ihre sympathischen Seiten, ihre Vorteile, Nachteile. Teils auch eine moralische Entscheidung hier, wer einem besten gefällt. Ich habe schon alles gespielt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe jetzt extra einen Bogen geholt. Und jetzt bist du unten. Du Mistvieh. Komm her. Du alles. Mistding. Ah, ich hätte mir so viel Lauferei ersparen können. Ich habe noch so ein Ding gesehen. Wo bist du? Du bist abgehauen. Das führt dich mit dem Bogen. Scheiße, macht wenig Schaden. Wie auch immer. Sie sind tot. Das ist, was zählt. Ich glaube, sie in der Luft tot liegen oder am Boden tot liegen.
Es ist mir egal. Ich will einfach nur jetzt dieses Sumpfkraut haben und Ruhe. Gut. So, jetzt gib mir das Sumpfkraut. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Coeur Calum. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ich bin ein Vollidiot. Und ein Vollidiot habe ich auf Kreuz gelegt. Wie gefällt dir das? Ich bin so dumm, 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 dumm. Gut, dann bringe ich jetzt das. Ja, bringe ich das Zeug jetzt zu Coeur Calum oder nicht? Ja, ich bring's zu ihm. Calum. Ich habe noch gar nicht mit ihm geredet, oder? Aha, da wisst ihr noch gar nicht, wie er drauf ist. Das ist voll der... Seht es selbst. Nacht im Sumpflager. Schick. Gut. Kann ich nicht. Ne, ich gehe besser hier rum. Nicht in der Grafik verhängen, ich will nicht mal laden müssen, auch mal den ganzen Weg laufen zu müssen, auch mal wieder den Bogen besorgen zu müssen. Nur um festzustellen, dass dann, wenn ich den Bogen nicht besorge, die Blutfliege wieder da oben ist und wenn ich den Bogen besorge, sie wieder unten ist. Ja, das Leben ist schön, oder? Wahrscheinlich habe das Ganze jetzt genuschelt, so dass keiner aber verstanden hat. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ich bin ein bisschen deprimiert. Man merkt es, glaube ich. Es könnte ja eine gewisse Blutfliege liegen. Nein! Gut, dann werden wir jetzt bei Coeur Calum. Komm her, du. Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Er ist ein Arschloch. Toll, wa? Er interessiert sich nur für seinen Kram und alles andere, was in den Weg kommt, interessiert ihn nicht. Beziehungsweise... Ja, wieder ungemütlich. Eigentlich ein ziemlich unbequemer Typ. Aber das haben wir in vielen Lagern schon. Ich finde ihn wenigstens als Schwierigkeitsokel. Was willst du hier? Hau ab! Nur um eine Genehmigung kommst du rein. Ja, gibt's mir eine Genehmigung? Nö. Ja, toller Typ. Ja, habe ich jetzt natürlich einen günstigen Weg gewählt? Doch. Aber wer heißt für dich hier? Kann ich das dem Lulatsch sagen? Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Ich habe Coeur Calum das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühen. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Yes! Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Ich bin glücklich. Und Freudentränen brechen aus und es fängt an zu regnen. Das sah eigentlich genial aus, oder? Sieht übrigens wie Regen aus. Gut. Dann... gut, dann werde ich gleich... Da ich jetzt einen Schlafzauber habe... Kann ich mir den Guru Bal Kadar oder Kadan? Irgendwie so. Jetzt einen seiner Schülern bezaubern. Wenn er noch am Lernen ist. Wenn nicht, dann muss ich kurz pennen. Entschuldigung. Och, er ist noch am Lernen. Gut, dann mache ich das eben. Und stelle mal so einen Unterricht.
Schlafzauber. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Jupp. Okay, tausche mit mir und... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Die Blutfliegen. Aha. Was Übersicht, war das? Übersichtskarte Sumpflager. Na gut. Wasser... Achso, Mana-Trank, Heilungstrank.